Jan Lausch von der FPÖ ist als nächstes am Wort. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollegin Steinacker, die 15a-Vereinbarung ist notwendig, aber wir stimmen den trotzdem nicht zu, weil wir sagen, sie ist nur notwendig, weil man das Problem einfach nicht erkennen will oder einfach nicht angeht, weil dieses Problem, ja, Sie scheinbar, Kollege Jarolim, Sie erkennen viele Probleme nicht und das ist auch eines Problem, das Sie nicht erkennen, aber nichtsdestotrotz ist dieses Problem schon so lange, wie der Herr Bundesminister in Amt ist, da werden Sie mir recht geben, so lange ist das Problem schon bekannt und das Problem wird immer von Jahr zu Jahr ärger, nämlich finanziell ärger und der Rechnungshofbericht ist von 2012 und es wird ja nicht besser, sondern es wird ja schlechter und es wird teurer. Und wenn man dieses Problem nicht angeht oder nicht lösen kann, dann ist das natürlich ein Desaster in sich. Wenn man heute für Häftlinge Privattarife zahlt, dann ist das natürlich ein Riesenloch im Justizbudget. Und das an die Länder jetzt, um da quasi von den Ländern sich zurückzuholen. Es ist ja, schauen Sie, Länder. Es gibt ja eigentlich, betroffen sind ja Wien, die haben sehr viele Justizanstalten, Niederösterreich, die Steiermark und Oberösterreich. Und jetzt hätten wir schon die Länder. Ja? Das sind die Länder, die betroffen sind wenn man die Insassen in das Gebietskrankenkassensystem, was dringend notwendig wäre und schon vor Jahren dringend notwendig gewesen wäre, endlich überführen würde. Weil man darf ja nicht vergessen, im Jahr 2015 lagen die Gesundheitsausgaben der Insassen von Justizen bei 80 Millionen Euro. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man hier übermäßig bezahlt hat, die Leistungen sollen ja gleich bleiben, nur übermäßig bezahlt hat. Und hätte man diese Insassen schon im 2015 im Gebietskrankenkassensystem gehabt, so wie jeder dort ist, jeder Bürger und Bürgerin, dann hätte man sicherlich, ich schätze mal, Daumen mal, bis sicher 50 Millionen Euro einsparen können. Und das ist ein Geld, das muss der Justiz fehlen und das Geld fehlt auch. Und ich kann Ihnen nur sagen, ein Auszug aus einer Justizanstalt, da gab es im Jahr 2000, vom 01.01.2016 bis heute 860 medizinische Ausführungen in öffentliche Krankenhäuser, 150 Rettungstransporte, 290 stationäre Aufnahmen in öffentliche Spitäler. Das kostet, das ist ein Fass ohne Boden. Und das kann man sich so nicht leisten. Und noch einmal, da geht es jetzt nicht um Leistungen, es geht sekundär um Leistungen. Primär geht es darum, dass man einen Tarif zahlt, den die Gebietskrankenkassen nicht zahlen. Und das ist einfach nicht einzusehen. Und das ist ein Verhandlungsgeschick. Das ist ein Verhandlungsgeschick des Bundesministers, hier das endlich auf Schiene zu bringen. Das, was er ja will. So vieles will der Herr Bundesminister, aber vom Wollen, Herr Bundesminister, hat der Steuerzahler nicht viel. Wichtiger wäre es, wäre das Wollen, das Umsetzen. Das endlich übermäßige Umsetzen. Und ja, Herr Bundesminister, das müssen Sie sich schon gefallen lassen. Das schreibt Ihnen auch am 26. August 2016 das Standard. Standard, nicht heute. Der Standard, und der zeigt das auf, dass natürlich diese Kosten dreimal so hoch sind und im Durchschnitt betrugen die Ausgaben pro Häftling 2009, jetzt schreiben wir 2016, wird alles teurer, damals schon 8.418 Euro und waren damit rund dreimal so hoch wie die laufenden öffentlichen Gesundheitsausgaben pro Kopf in Österreich. Das normal österreichischen arbeitenden Bürgers dreimal so hoch. Also das, mein Lieber, müsste man sofort angehen, lieber Herr Bundesminister, das sofort angehen, das kann man nicht mehr auf die lange Bank schieben. Dieses Geld fehlt Ihnen, muss Ihnen auch fehlen und das muss man schauen, dass man das hinkriegt, schnellstmöglich, ist überfällig, hätte man schon vor beim Amtsantritt angehen sollen, weil das ist wirklich was, ein Budget, was der Justiz absolut fehlt. Danke. Die hohen Kosten für die medizinische Versorgung im Strafvollzug seien seit Jahren bekannt und würden von Jahr zu Jahr schlimmer, kritisiert Christian Lausch von der FPÖ. Das Problem seit Jahren aufzuschieben sei ein Desaster. Johannes Jarolim.